Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen hier zu Reinis Zeitgedanken. Und wenn wir uns am Vormittag treffen, dann wissen wir, es geht um Losung und Lehrtext für den heutigen Tag. Ja, und so wie das Bild hinter mir sieht, der Tag heute bei uns in Appenzell-Innerrhoden tatsächlich aus. Es ist aufgezogen, die Sonne lacht seit dem Morgen uns schon entgegen über einer wunderbaren Winterlandschaft. Aber kommen wir doch zu den Texten, die sind heute mehr wie interessant. Wir haben auch am Anfang ein Bild gesehen, ein Bild, das nicht gerade einlädt, aber es geht um dieses Thema, nämlich um den Zorn. Und ich blende ihn nochmal kurz ein, der Zorn, ein doch entstelltes Gesicht, und wir wissen, dass wenn Menschen im Zorn handeln, alles andere als freundlich sind, dann sind sie meistens auch nicht mehr ganz Herr ihrer Handlungen. Zorn ist etwas, was die Röte ins Gesicht treibt, und das macht dieses Bild ja sehr deutlich. Es geht also auch bei Jeremia um den Zorn und auch im ersten Thessalonicher Brief. Bei Jeremia heißt es: Weise mich zurecht, Herr, aber im Gerichtsverfahren, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht auslöschst. Ja, es ist bekannt, das Volk Israel hat sich von der Botschaft Gottes abgewandt. Es hat eine Strafe verdient. Aber wenn es jetzt zum Richten kommt, da bittet da der Prophet: Weise mich, Herr, zurecht in einem Gerichtsverfahren. Und wir wissen, dass ein Gerichtsverfahren Recht sprechen soll, wenn man mal von der Grundanlage eines Gerichtes ausgeht. Das ist leider nicht immer der Fall und schon gar nicht mehr heute, aber es ist so, dass im Gericht sonst man davon ausgeht, dass man wirklich fair behandelt wird. Und im Zorn weiß man, dass im Zorn die Grenzen überschritten werden und man schnell einfach nur Rache übt. Und deshalb wird hier eingestanden, dass das Volk Israel einen falschen Weg gegangen ist, dass die Menschen ja gar nicht immer in der Lage sind, das eigene Handeln im Griff zu haben. Ist hochinteressant, wenn man die Verse davor liest. Wer hat eigentlich das Sagen, wenn wir im Unrecht unterwegs sind? Sind wir es selber oder hat es sogar eine Macht, die über uns dann herrscht und uns bestimmt? Deshalb bittet also hier der Prophet um ein Verfahren vor dem Gericht. Er weiß, dass Strafe gut ist, und er weiß auch, dass das notwendig ist, aber doch fair und nicht aus dem Zorn heraus. Und dann heißt es im ersten Thessalonicher Brief: Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Davor geht es um Glaube, Liebe, Hoffnung, um einen Panzer, den wir anlegen, um einen Helm, der die Hoffnung verkörpert. Und hier wird in diesem Brief ganz deutlich darauf hingewiesen, dass wir eben bitteschön nicht im Zorn unterwegs sein sollen, so wie die Welt. Und wenn wir dann mit einer Rüstung verglichen werden, dann ist das auch ein Affront gegen jeglichen Krieg und gegen jeglichen Hass und gegen jeglichen Zorn. Wer im Glauben unterwegs ist, der kann in der Mitte bleiben, so sagen wir das ja so schön. Der kann sich von Gott bestimmen lassen. Und der kann den Zorn auch vergessen, denn wir wollen ja zur Seligkeit. Und der Weg des Zorns ist meistens der Weg in die Gewalt. Und Gewalt bekommt natürlich auch wieder Gewalt zur Antwort. Und das alles ist ja nicht unser Weg. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr schön, wenn wir Christen Proteste äußern oder wenn wir uns gegen etwas auflehnen, dass wir es doch bitte schön friedlich tun sollten und so aber mit Bestimmtheit und mit einem Wort Gottes im Rücken, das uns dazu hilft. Und das ist das Fantastische, was wir eigentlich im Gepäck haben, dass wir ja gar nicht auf die Gewalt angewiesen sind, sondern wir können es mit dem Wort tun und mit der Hilfe Gottes, und dann erreichen wir in dieser Welt unglaublich viel. Ja, wir sehen, der Zorn ist also kein guter Begleiter in unserem Leben, und doch kennen wir alle den Zorn, wir können zornig werden, und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir heute mit diesen beiden Worten mal auch darauf hingewiesen werden, was Zorn eigentlich dann nach sich zieht. Und Zorn hat meistens nicht die Versöhnung im Gepäck, sondern Zorn erzeugt wieder Zorn, und dann ist man ganz schnell im Krieg unterwegs. Möge Gott uns den Zorn fernhalten
und möge er uns selber auch ein faires Gericht ermöglichen für unser Leben, für unsere Taten, so dass wir keine Angst haben brauchen. Und deshalb sind diese beiden Worte eigentlich auch hoffnungsvolle Worte, die von einem anderen Leben sprechen als von dem Leben, das sich häufig in der Gewalt artikuliert. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche allen heute einen wundervollen Tag, einen Tag ohne Zorn, einen Tag in Liebe, aber in Bestimmtheit, und dass wir mit diesen Worten unser eigenes Leben ein wenig verändern. Das ist so auch gedacht. Und wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich zu Reinis Nachtgedanken heute Abend reinschalten oder dann auch wieder morgen früh zur nächsten Losung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, Gott möge Sie behüten und bleiben Sie vor allem in Verbindung mit dem Schöpfer. Auf Wiederloge!